Was geht und willkommen zurück zu Project Zomboid. Ja, während mein Essen hier kocht, was ich mir zubereitet habe, heiße ich euch willkommen. Genau, wir haben in der letzten Folge ja unser Wall endlich zugebaut um unsere Base, sodass ja eigentlich kein Zombie mehr wirklich ja eindringen schon kann durch die Fenster, aber nicht mehr wirklich durch die Eingangstür kommen kann, weil das ja eigentlich der einzige ungeschützte Bereich ist. Die anderen Fenster und Türen sind ja verbarrikadiert. Was ich jetzt noch bauen würde, das habe ich in der letzten Folge ja schon angeteasert, ist so ein, ja, ich weiß nicht, wie man es nennt, so eine kleine Festung auf dem Wall, ne? Also, dass man dann auch wirklich hochlatschen kann. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich bin echt gespannt. Ich brauche da auf jeden Fall eine Treppe für und sehr, sehr viele Böden. Ich hoffe, ihr wisst jetzt ungefähr, was ich meine. Wenn nicht, ich zeige es jetzt gleich mal. Ich mache einmal kurz Head aus und esse hier einmal die Hälfte. Es ist 16 Uhr. Wir sind ein bisschen angestrengt. Ich habe ja die Folge hier direkt nach dem Schluss der letzten Folge im Prinzip weiter aufgenommen. Und zwar würde ich hier nämlich gerne so eine Böden hier platzieren, dass ich dann wirklich über den Wall auch ja, sag ich mal, schießen kann oder halt einfach mal beobachten kann. Weil so kann ich ja gar nicht mehr wirklich sehen, was da hinten abgeht. Deswegen, wir brauchen auf jeden Fall, wie gesagt, eine Treppe, dass man vielleicht hier so hochgehen kann. Das Campfire kann eigentlich weg. Das kann ich abbauen. Was brauche ich denn dafür? Eine Gartensäge. Das Campfire nervt mich hier gerade ein bisschen. Das zersäge ich mal. Dafür brauchen wir einmal die Gartensäge. Die nehmen wir einmal fix. Und bauen das Ganze hier mal ab. Ich weiß nicht, ob wir dafür irgendwie noch Materialien bekommen. Mal schauen. Ich will das Campfire zerstören. Geht das nicht? Lagerfeuer. Materialien nehmen. Ach so, okay, wir haben, ach so, wir können das nicht abbauen, wir können das Lager vom Feuermaterial einfach so nehmen. Okay, können wir das irgendwo platzieren? Ja, machen wir das mal, wir haben hier ja eigentlich genug Kisten, machen wir das mal in diese Kiste hier. Okay, dann haben wir das Lagerfeuer da Gott sei Dank weg. Die Säge war also für den Wall. Das wollte ich jetzt nicht zersägen. So, das einmal weg, wunderbar, die Axt behalten wir, Lakenseile auch. Hammer brauchen wir, glaube ich, auch. Genau. Und Fäden brauchen wir eigentlich nicht, aber lassen wir jetzt erstmal. Wir brauchen auf jeden Fall sehr, sehr viele Baumstämme wieder einmal. Deswegen, ja, wie die letzten Folgen auch, holen wir uns einfach mal ein paar. Wir brauchen keine Baumstämme. Ich glaube, wir brauchen sogar Bretter. Ne? Für eine Treppe brauchen wir. Ja, wir brauchen tatsächlich Bretter. Das heißt, wir müssen uns einmal wieder die Säge holen. Ich glaube, mit einer Gartensäge geht das auch, ne? Dass man so Baumstämme einfach zersägt. Wir können natürlich auch, ich bin der Meinung, wir haben in der Garage eigentlich noch sehr viele Bretter. Schauen wir kurz. Hier nicht, hier nicht, hier nicht, hier nicht. Hier sind noch 4 Bretter, die nehmen wir einmal auf jeden Fall mit. Okay, wir werden langsam müde. Wie viele Bretter brauchen wir denn für eine Treppe? 15. Okay, wir können ja schon mal die Bretter hier irgendwie auf dem Boden platzieren. Okay, perfekt. Und diese Bretter bzw. Holzstämme zersägen wir einmal fix und machen daraus Bretter. So, jetzt haben wir 6. Das heißt, es fehlen aber immer noch 6, 4, 5 Bretter fehlen dann noch. Okay, 1 können wir nicht im Rucksack mitnehmen. Okay, müssen wir natürlich alles erstmal so transportieren und mitschleppen. Okay, wunderbar. Dann haben wir jetzt 10 Bretter. Wir gucken nochmal in der Garage, ob wir da vielleicht noch lose Baumstämme haben. Kann natürlich auch sein. So, hier waren die Bretter. Ansonsten ist hier nichts mehr. Okay, schade. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall weitere Baumstämme fällen und Bretter daraus zersägen. Wir sind eigentlich schläfrig. Vielleicht können wir ja vielleicht mal 1, 2 Bäume noch fällen. Das sollten wir noch hinkriegen. Oder hier so eine kleine. Aber das, ja, das zählt sogar als Baum. Sehr gut. Gucken wir, ob hier noch kleine Bäume sind. Die bringt zwar nur einen Baumstamm, aber vielleicht reicht das ja aus. So 2 kleine Bäume, aber mehr habe ich hier leider nicht. Wir gucken mal, wenn ich den hier einmal zersäge, kriege ich daraus 2, glaube ich, ne? Aus einem Baum, ne, 3 sogar, okay. Das heißt, diese 2 Baumstämme sollten eigentlich ausreichen. Also alles hier natürlich erstmal auf dem Boden.
Ah, unser Rücken gerät echt in Mitleidenschaft durch das ganze schwere Schleppen. Okay. Ich würde sagen, das reicht erstmal aus. Am nächsten Tag werden wir dann mal schauen. Wir brauchen mit Sicherheit auch, glaube ich, Nägel, ne? Ja, wir brauchen 15 Nägel. Tischlereifähigkeit haben wir. Sehr gut. Die Nägel können wir auf jeden Fall schon mal mitnehmen. 15 Stück. Ja, komm, wir machen einfach mal so erstmal. Das sind 13. Dann brauchen wir noch 2. Perfekt. Sollte ausreichen. Brauchen wir denn für Böden auch Nägel? Für normale Böden, so ein Holzboden, brauchen wir tatsächlich auch. Okay, dann nehmen wir ruhig mal ein paar mehr Nägel mit. Machen wir mal ruhig hier 38 Nägel. Sollte erstmal ausreichen, um es mal zu testen. Gut, wir sind schwer beladen, das ist klar. Aber vielleicht Gartensäge brauchen wir auf jeden Fall auch. Können wir vielleicht erstmal einen Rucksack packen. Hammer brauchen wir auf jeden Fall auch. Die Lakenseile brauchen wir nicht mehr. Wir werden keine Baumstämme mehr schleppen. Wir werden die nur noch zersägen. Deswegen können die Lakenseile erstmal weg. Taschenlampe ist klar, die kann bleiben. Und dann sollten wir jetzt auf jeden Fall mal schlafen gehen. So, es ist kühl, ja, es ist selbstverständlich. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn so richtig dolle kühl ist. Ich glaube, aktuell in Project Zomboid, also Vanilla ohne Mods, kann man nicht an Unterkühlung oder sowas sterben. Also ich glaube, es hat keine gesundheitlichen Auswirkungen, wenn einem zu kalt ist oder auch zu heiß. Ich glaube, diese Wetterbedingungen verringern einfach nur die Ausdauer und die Kampfstärke, aber nicht die Gesundheit, sag ich mal. Also man kann deswegen nicht sterben, sagen wir es mal so. Also glaube ich zumindest, mal gelesen zu haben. Es gibt aber eine Mod, die das im Prinzip ändert, also mit dem man dann auch ja aufgrund Wetterbedingungen sterben kann. So, die Fäden können hier einmal hier rein. Essen wir denn schon? Nee, es ist 4.40 Uhr, eigentlich ziemlich früh. Wollen wir trotzdem schon mal rausgehen? Ja, ne? Machen wir einfach mal. Wir machen mal fix weiter. Der frühe Vogel fängt den Wurm und es ist mega windig. Schaut euch das mal an. Wir können natürlich auch zu den Fallen gehen. Aber, ja, was willst du machen? Okay, wir machen mal unsere Taschenlampe an. Weil es doch ziemlich dunkel ist. Es ist hier wenig kühl, leichter Wind. Okay, es ist hier minus 3 Grad. Ja, gut. Ich würde sagen, wir können eigentlich die Treppe schon mal bauen. Wir bauen mal erstmal die Treppe. Wir sollten eigentlich alles dafür haben. Jawohl. Mal gucken, wo wir die platzieren. Ich würd sogar echt sagen, direkt hier am Eingang, ne? Warum nicht? Direkt hier so. So, und jetzt brauchen wir auf jeden Fall wieder ein paar mehr Bretter. Deswegen gehen wir einmal fix zu einem Baum und fällen den. Dann machen wir gleich den hier. Okay, wir sind langsam hungrig, aber es sollte kein Problem sein. Wir haben ja hier so ein Pfanngericht mit dabei. Das ist Gemüse, Kleintierfleisch-Pfanngericht. Passt natürlich sehr gut zum Frühstück, aber na, Hauptsache was zu essen. Okay, wir nehmen mal erstmal nur 4 Bretter mit, eventuell. Ja. Zack. Und dann gucke ich erstmal, ob das überhaupt funktioniert. Jetzt kommt die... wie sagt man das? Ja, doch, es sieht gut aus. Hier können wir im Boden platzieren. Ja, genau so habe ich es mir gedacht. Und jetzt können wir hier im Prinzip weiter Böden platzieren. Und dann können wir hier so um diesen Wall herumgehen. Und können wirklich über den Wall gucken und eventuell auch sogar mit einem Bogen oder mit einem Gewehr von Weitem schießen. Schön ein paar Zombies wegsnipern. Das ist doch mal geil. Muss ich halt hier nur so einen Zaun bauen. Oder man geht hier weiter rein. Das wäre auch ganz cool, ne? Nein. Wenn man hier irgendwie weiter reingeht. Mal gucken. Muss ich mir überlegen. Ich glaube aber als erstes mache ich hier so einen Zaun. Nicht, dass ich mich hier aus Versehen fallen lasse und dann irgendwie mir irgendwas breche. Das wäre nicht so geil. Hier ist noch ein Brett. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich glaube, wir brauchen ein Brett, ne, für einen Holzboden. Jo, dann können wir hier schon mal erstmal weitermachen.
geil. Genauso habe ich es mir gedacht. Und dann werde ich hier einmal komplett rum so einen Weg machen, dass ich, ja, eigentlich im Prinzip, genau das meinte ich. Ich bin hier einmal, ah, scheiße, ich kann auch hier rüber. Das ist nicht so geil. Hier muss ich dann echt aufpassen. Cooler wäre es natürlich, wenn es ein bisschen größer wäre, der Wall. Ein Ticken, dass ich dann nicht rüberspringen kann. Ah, okay, das finde ich nicht so geil. Vielleicht kann man da auch irgendwie so einen Zaun trotzdem machen, dass ich da nicht aus Versehen rüberspringe. Ist natürlich nicht so schick, glaube ich, dann, aber na, besser, als wenn ich dann irgendwie in eine Zombie-Horde reinspringe, versehentlich. Kann natürlich alles passieren. Okay, hier sind auf jeden Fall noch ein paar Bretter. Die nehmen wir mal alle mit. Jetzt, wo wir wissen, dass das funktioniert, schleppen wir mal gleich alles. Und den Rest im Inventar. Okay. Ist natürlich sehr, sehr schwer. Und belastet uns auch sehr. Also schaut mal, die die Lebensanzeige geht mega schnell runter. Da müssen wir echt ein bisschen aufpassen. Wir sind verletzt. Genau das meine ich. Wir legen mal erstmal alles ab. Scheiße. Oh nein. Okay, warte mal. Wir haben eine sehr schwere Verletzung. Können wir die irgendwie behandeln? Nein. Können wir nicht. Aber ich glaube, es ist kein Bruch oder so, ne? Es ist wahrscheinlich eher eine Verstauchung. Oh shit, ich glaube, wir sollten doch nicht so viele Bretter auf einmal mit uns schleppen. Das ist natürlich das Problem, ne? Das ist eben das, was ich gemeint habe. Mit meiner Schusseligkeit werde ich hier einfach mal, rüberspringen, versehentlich, und mir irgendwas brechen. Oh, scheiße, wir sind wieder schwer beladen. Ja, wir müssen jetzt unsere... Junge, springt auch noch so dumm rüber. Wir müssen jetzt hier unsere Lebensanzeige so ein bisschen im Auge behalten und wirklich aufpassen, dass wir hier nicht aus Versehen nochmal rüberspringen, weil sonst könnte es das gewesen sein. So schnell geht das. Erstmal fühlt man sich wirklich sicher in Project Zomboid und im nächsten Schritt bist du direkt tot, weil du so einen Scheiß machst. Okay. Ja, das ist, also wir sind wirklich auf den Palisaden. Ich muss hier dringend irgendwie einen Zaun hinhauen, ne? Ja. So einen Zaun finde ich eigentlich nicht so schick. Kann man da vielleicht auch eher so Sandsäcke? Oder einen Kiessack? Das gefällt mir alles nicht. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Ich weiß nicht, wie groß dieser Zaun ist. Wir versuchen mal so einen Zaun. Ich will mal gucken, wie sehr mich das behindert in der Sicht. Das gefällt mir jetzt doch nicht. Haben wir die Bretter jetzt eigentlich? Ja. Nehmen wir jetzt die Bretter nochmal mit. Und dann will ich erstmal schauen, wie das aussieht oder wie das wirkt, wenn wir jetzt hier so einen Zaun hinhauen. Ich glaube, wir können... Hier nochmal ein. Okay, wir können, glaube ich, trotzdem rüberschauen. Die Frage ist, können wir schießen? Der Zaun ist mir ein bisschen zu hoch, wenn ich ehrlich bin. Weil ich vermute nicht, dass wir hier rüberschießen können. Mit dem Gewehr. Wir essen mal das hier. Fix alles auf. Ich vermute, dass wir hier nicht rüberschießen können. Oder wir lassen halt hier immer so ein, zwei Lücken, dass man hier irgendwie so eine Schießlücke hat. Oh Mann. Ja, gerne Tipps von euch in den Kommentaren, wenn ihr da irgendwie weiter wisst. Oder ob es da irgendwie was Besseres gibt, was man hier platzieren könnte. Irgendwie, ja, wirklich so eine kleine Mauer, so eine halbe Mauer wäre halt geil, ne? So eine Halbwand, wie es so schön in Die Sims heißt. So eine Halbwand wäre halt echt genial, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das nicht gibt. Ohne Mods. Oder ich hole mir irgendwie eine Mod, ne? Falls es da eine Mod gibt, da bin ich ja offen. Dann hole ich mir die natürlich. So, ich glaube, hier waren keine Bretter mehr. Dann fällen wir mal direkt den nächsten Baum. So, wir sind jetzt aktuell nur noch moderat verletzt. Das geht ja wieder.
Ja, da ist es eben gerade schon wieder passiert. Ich brauche hier dringend Zäune. Also, sorry, ich brauche hier wirklich ganz, ganz dringend Zäune. Ich fall da um wie was weiß ich was. Und irgendwann geht es halt nicht mehr so gut. Dann breche ich mir wahrscheinlich noch irgendwas. So, wo haben wir denn die ganzen Bretter hier liegen? So, die nehmen wir jetzt alle auf jeden Fall mal mit. Okay, sind natürlich jetzt schwer beladen, aber ja. Es ist noch nicht mal 10 Uhr und wir haben uns so kaputt gemacht schon an dem Tag. Holy shit. Aber es sieht doch cool aus. Es sieht gut aus. Und es ist doch schön zu sehen, wie die Base jetzt wirklich immer mehr und mehr wächst. Also, war auch ein Kommentar, was ich echt lieb fand. Also, es ist schön zu sehen, wie weit man hier gekommen ist. Wenn ich wirklich an Folge 1 zurückdenke, wo wir standen, wo wir jetzt sind. Das ist schon echt, echt cool, ne? So, warum... Ach so, die Bretter müssen... Ach nee, wir haben wahrscheinlich keine Nägel mehr, ne? Ha. Okay, dann lassen wir das mal hier erstmal auf dem Boden. Stimmt, wir haben keine Nägel mehr. Genau, also es ist echt schön zu sehen, wie weit wir gekommen sind. Und man muss jetzt auch leider sagen, irgendwann gibt es halt nicht mehr wirklich so viel zu tun. Und da die Herausforderung auch nicht mehr so groß ist, weil wir jetzt schon eigentlich eine ziemlich sichere Base haben, ist das schon ziemlich schade, ne? Dass man jetzt jeden Tag nur selber macht. Aber ich finde es trotzdem cool, die Base hier so ein bisschen weiter auszubauen. Das hat irgendwie was. Macht trotzdem Spaß, auch wenn der eigentliche Survival-Aspekt dann nicht mehr wirklich in Frage kommt. Beziehungsweise die Zombies gar nicht mehr wirklich ja, irgendwie eine Rolle spielen im aktuellen Let's Play. Aber gut, nehme ich erstmal so an. Mal gucken, wie lange wir das noch so weitermachen. Und eventuell macht man da ja dann nochmal so ein anderes Let's Play. Ne? Ich warte ja auch sehnsüchtig auf das Bild 42, so wie viele andere auch. Und wenn das rauskommt, dann wird auf jeden Fall ein neues Let's Play wirklich rein fürs Bild 42 gemacht. Da bin ich echt mega gespannt. So, Zaun, Holzzaun machen wir hier nochmal ein. Wir machen das jetzt einfach mal. Wenn wir dann merken, dass wir da nicht rüberschießen können oder so, Ja, auf dieser Seite müsste ich eigentlich auch Zäune bauen. Ne? Also ich müsste wirklich von jeder Seite mich schützen. Wir brauchen dafür echt mega viel Holz. Also das könnte wirklich schwierig werden. Aber gut. Kriegen wir irgendwie hin. So. Wir brauchen wieder mehr Bretter. Es sieht halt nicht mehr so schick aus, ne, finde ich. Sieht nicht mehr so schick aus. Ja, naja. Ich sag nichts mehr. Okay. Ja, so. Ich würde sagen, einen Baum machen wir noch für die Folge. Und dann mache ich, denke ich, mal gleich einen Cut. Ich mal gucken. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, irgendwie vielleicht, ob ihr das vielleicht eher so im Zeitraffer sehen möchtet, das Baseball. Also viele sagen, das ist entspannt zuzusehen, aber vielleicht ist es ja dann auf Dauer doch zu langweilig, wenn ich jetzt hier Bäume fälle, alles hin und her transportiere und aufbaue. Kann ich mir schon vorstellen, dass das für den einen oder anderen ein bisschen langweilig wird, aber ich mache jetzt erstmal so weiter und könnt ihr mir ja gerne eure Gedanken nochmal in die Kommentare zu schreiben. Okay, bis zu diesem Weg ist es jetzt relativ idiotensicher, also runterfallen sollte ich hier nicht mehr. Ich hoffe, dass man hier trotzdem noch irgendwie runterschießen kann mit einem Gewehr. Kann man ja vielleicht irgendwann mal austesten. Das wird ein Haufen Arbeit, das bis hierhin einmal komplett durchzuziehen. Aber diese Arbeit nehme ich auf jeden Fall an. Ich hoffe, ihr seid dann auch dabei und ich hoffe, euch gefällt's soweit. Und ja, ich würde sagen an der Stelle, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.